Hallo und herzlich willkommen auf Game Mania und zurück zu Rise of the Tomb Raider. Das letzte Mal sind wir ein bisschen unglücklich gefallen, weil ich die X-Taste nicht gedrückt habe, um zu sprengen. Aber diesmal kein Problem. Und wie gesagt, ich habe ja vorausgeahnt, dass dieser Baum kaputt geht. Hat mir eigentlich dieser Klotz da verraten, wo man das Seil ranspaxen kann. Das war ein bisschen offensichtlich, liebe Entwickler. Aber naja. Da ist ein Rucksack. Den nehmen wir uns doch. Und dann schauen wir mal. Yo. So. Direkt hier um die Ecke. Ist was für uns? Da müssen wir natürlich alles mitnehmen. Relikt, das gönnen wir uns natürlich auch. Sieht aus wie Manipel, eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen. Die sah jetzt so von der Optik aus ein bisschen klein aus. War nur so ein Umhängeschal, ne? Da. Ich drücke mal die falsche Taste. Ah, okay, da kommen wir wahrscheinlich eh nochmal hin, wenn wir zurück müssen. Also dann wäre es den hier. Und der ist da drin. Ne? Was höre ich da? Muss es kalt gewesen sein. Ich habe Angst, so. Oh, da gibt es gleich was zu lesen. Da tun wir uns gleich. Es war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Ich schätze mal, das, was hier auf dem Tisch liegt, wird uns noch ein bisschen mehr erzählen können. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Schon wieder was mit Wind. Oh. Runter. So, wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Hoppla. Ach so, ja. Tür.
Oh, muss ich das runter machen und dann. Tischt und bleibt ein Rätsel. Das. Kann man auch noch nicht durchbrechen. Ganz oben muss ich es auch nicht machen, oder? Mein Chris hat kaum bewegt. Ich check's gerade nicht, wie ich den da rüberkriege. Ne? Guck mal, wann der den Wind vom Wind mitgenommen wird. Ungefähr ab hier. Aber wie? Kriegt halt schwule Eis auch nochmal nicht weg. Das Ding ja nicht bewegt. Irgendwie schwerstbehindert oder so. Mann, scheiß Eis hier. Kann auch sein, dass das wohl ein Bug ist, dass er das den nicht bewegt gekriege. Boop, boop. Pfeiletausch. Ich krieg den ja absolut nicht zu mir rübergezogen. Wie soll ich den dagegen schlagen lassen? Warum kann ich das zumachen? Das muss ja auch einen Grund haben. Rüber bewegt. Oh.
Bringt mir einfach absolut gar nichts, dieser Scheißwind, Alter. Wie soll ich da? Ich krieg den doch nicht bewegt. Der ist viel zu fett, Alter. Der schwingt bei mir nicht. Ich glaube, das ist wirklich jetzt gerade ein Bug. Wenn ihn ganz oben hat, bewegt er sich. Und hier, wenn er nur wenn er ganz unten ist, kriegt er minimal vielleicht ein bisschen bewegt. Ja. Das bringt ja nichts. Ich verstehe das Rätsel nicht. Obwohl, ich verstehe es schon, aber es funktioniert nicht. So wie ich es gerne hätte. Ich muss dafür sorgen, dass das Teil dagegen haut. Wie kriege ich es hin? Mit dem ganzen Eis vor meiner Schnauze. Gibt's hier wieder eine Bombe oder so? Jetzt wäre eine Bombe geil. Wäre mir geil, weil ich baue mir eine Bombe. Ich hab absolut keinen Plan, Alter. Die nächsten drei Parts werde ich damit verbringen, dieses scheiß Rätsel zu lösen. Oder ich werde einfach kacken gehen. Ich werde erst den Partner voll machen, dann werde ich es erst offscreen versuchen, irgendwie hinzubekommen. Anscheinend geht es ja nicht so richtig. Der Brett hat da nur voll gegen die Scheißteil. Das bringt mir doch gar nichts. Ein Scheiß. Scheißphysik, ey. Kann ich so irgendwas machen? Ah, vielleicht hier hochklettern, wie wär's? Bin auch ein Bödel, ey. Morgen. Trotzdem nicht bewegen. Oh, jetzt hören wir uns das Scheiß erstmal an. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Ja. Oh, jetzt kann ich mir das Gerät wahrscheinlich hier wieder runterfahren lassen. Also. Alles klar. Und Kurbel, und Kurbel. Da. Blöder Eumel, du. Warum verstehe ich das Rätsel nicht? Warte mal. Soll ich ja jetzt hier durchbrechen? Besser aus.
Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Dumm, Alter. Ich bin dumm wie Scheiße, ey. Oh, oh Mann, ey. Naja. Ich würde mal behaupten, was passiert, wenn wir das Teil hier loslassen. Seht ihr im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.